der Steinzeit. Hier ist erwischt habe. Wo ist der? Hä? Was für ein Drache? Ah, langsam kapier ich's. Ha, angeschmiert. Flint, sei ehrlich, du hast geglaubt, Toni kämpft gegen ein richtiges Monster. Aber in Wirklichkeit war's nur ein Videogame. So eine Riesengrütze. Dieses Mal war ich kurz davor. Beinahe hätte ich's geschafft. Ich war schon im 5. Level. Ich hätte nur noch den Drachen fertig machen müssen und dann wäre ich Ritter der Tafelrunde geworden. Die kenne ich, sind doch laufende Konservenbüchsen. Die Ritter der Tafelrunde waren tapfere Kerle. Genau das Gegenteil von meiner Keule. Hey, ich will auch ein Ritter dieser Schwafelrunde werden. Komm, wirf das Teil noch mal an, dann können wir zusammenspielen. Das Ding ist im Arsch, das kann man nur noch in die Tonne treten. Dr. Goodman, ich habe einen wichtigen Auftrag für Zeitdetektiv Flint und seine Freunde. Unsere Sensoren haben soeben Signale von Zeitschifter Leafy aufgefangen. Leafy hat die Fähigkeit, das Leben der Pflanzen zu manipulieren. Er darf auf keinen Fall in die Hände von Petrafina fallen. Eure Zeitkarte kommt, ihr könnt euch sofort auf den Weg machen. Knallt mehr rein als jedes Game! Und futtere den Rittern von der Tafelrunde nicht alles von der runden Tafel, Flint! Zeitkarte eingegeben. Koordinaten werden gescannt. Jetzt haltet mal den Rand, ab nach England! Wir nähern uns unserem Ziel. Dagegen ist unser botanischer Garten Dreck. Die kann man doch bestimmt auch mümmeln. Futtern verboten, sonst Darm verknoten. Also bei der Blütenpracht hat doch der Zeitschifter seine Hand im Spiel. Das war bestimmt dieser Leafy. Dann machen wir uns doch gleich mal auf die Suche nach ihm. Da drüben ist eine Lichtung. Folgt mir. Guck mal, da hat so ein Hirni sein Schwert in Stein gerammt. Na, das zieh ich mir rein. Wart mal ein Sekündchen! Vergesst nicht euren Peace Poppy, bin wichtig! Jetzt lass doch diese olle Pike da stecken! Momentchen mal, irgendwoher kenne ich das doch! Ja, bin ich denn Pillepalle? Das Schwert ist authentisch! Was für ein Auto? Du meinst, das ist echt? Das sieht aus wie geleckt! Ich versuch's mal rauszuziehen! Kann ja wohl nicht wahr sein! Sag mal, hast du Pudding in den Muckis? Das Haus! Du scheißverfechter Schwert, geh raus! Geht nicht. Ich hab gezogen und gezogen wie ein Bekloppter nach Fest. Kommt ab. Da müssen mal die Steinzeitprofis ran. Jetzt pass mal auf, du Schwert. Es gibt nur einen Mann, der das Schwert aus dem Stein ziehen kann. Oh, guten Tag, Sir. Ihr seid sicher von weit her gekommen, was? Ja, das stimmt. Ich hab eine Frage, Sir. Das Schwert da drüben, ist das nicht das berühmte Excalibur? So ist es, Milady. Seit vielen Jahren steckt es schon in dem Stein und harret des tapferen Ritters, der da kommen wird, um England aus dem Jammertal zu befreien. Viele edle und tapfere Recken haben darum gekämpft, sich der Aufgabe würdig zu erweisen. Gar manch starker Mann hat versucht, Excalibur aus dem Stein zu ziehen, doch vergeblich. Denn wie spricht die Legende? Derjenige, dem das gelingt, ist der wahre König von England, der seinem Volk den lang ersehnten Frieden bringt. Aber bisher sind alle kläglich gescheitert und die Legende geriet fast in Vergessenheit.
Wir haben die Geschichte bei uns in der Schule durchgenommen. Ein junger Mann namens Artus kommt des Weges, zieht das Schwert heraus und wird... Oh, nein. Hä? Was meinst du damit, Milady? Bist du diesem jungen Mann begegnet? Du musst mir alles erzählen, was du über ihn weißt. Bist du eine Prophetin, eine Zauberin, die in die Zukunft sehen kann? Also ich, Du bist doch sonst nicht so eine Lusche. Zieh, 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 zieh. Ja. Hab ich gleich geschafft. Na, wer sagt's denn? Geht doch. Mist, wir haben ein Problem. Hinter Ihnen drehen Sie sich mal schnell um. Was ist das da hinter dem Busch? Was meinst du? Wo denn? Ich kann nicht sehen. Bin ich damit denn Ritter der Schwafelrunde? Tafelrunde, nicht Schwafelrunde. Schwafelrunde ist aber lustig. So, und nun steckt das Teil wieder zurück, bevor der alte Mann das noch rafft. Wieso? Ist doch ein abgespacedes Souvenir. Hast du eine Gehirnblähung? Wer es rauszieht, ist dazu verdonnert, König von England zu werden. Hä? Ich werde König von England? Das ist ja steinschräg. Das kannst du dir verreiben. Damit würdest du den Wandteppich der Zeit durcheinander bringen. Steck sofort wieder rein, hörst du? Und nö, ist wieder gut jetzt? Da ist nichts. Willst du dich etwa über einen alten Mann lustig machen? Aber nicht doch, ich war wirklich der Meinung, ich hätte was gesehen. Ich muss jetzt wieder ins Dorf zurück. Dass Flint super stark ist, weiß man ja, aber ich hätte nie gedacht, dass er das Teil rausziehen kann. Das war aber knapp. Glücklicherweise scheint der alte Mann ein bisschen schwach auf der Pupille zu sein. Sonst müssten wir jetzt alle König Flint huldigen. Ein Albtraum. Wir müssen mal aus den Puschen kommen und Leafy suchen, denn wer zuletzt kommt, malt nicht mehr. Dies war einst ein blühendes Dorf und die Menschen, die hier wohnten, lebten glücklich und zufrieden. Aber dann sprach die Hexe, die hinter dem Wasserfall lebte, einen Fluch aus. Und fortan blühten, wo einst prächtiger Weizen gedieh, nur noch Blumen. Es gibt hier nichts mehr zu ernten. Die Menschen hungern. Eine Hexe, hä? Da könnte doch Leafy seine Finger im Spiel haben. Wie spricht die Legende? Der König kommt in Zeit der größten Not und holt sich Excalibur. Dies ist die Zeit der größten Not für uns. Flint, die Menschen hier sind voll gearscht. Vielleicht solltest du doch König werden. Die würden sich bestimmt dafür bedanken, wenn die merken, wie viel der frisst. Fremdlinge, ihr scheint mehr über die Legende zu wissen, als ihr mir glauben machen wollt. Ihr müsst es mir erzählen. Wer ist der junge Mann, der es schafft, das Schwert zu ziehen? Der Mann, also der Junge, Oh Mann, oh Mann, was hat denn der Typ da vor? Gibt's doch gar nicht. Hm? Oh, Junge, Junge, warte mal. Du hast es geschafft. Excalibur gehört dir. Es tut mir leid, Sir. Das steckte hier so rum. Ich werde es sofort wieder zurückstecken. Das war so, mein Bruder in Nottingham brauchte sein Schwert und ich wollte es ihm rüberbringen. Dummerweise habe ich es unterwegs verbummelt und da fiel mir plötzlich ein, dass hier im Wald ja auch eins steckt. Ich bitte vielmals um Vergebung, Sir. Lass uns kein Wort mehr darüber verlieren. Du bist der Auserwählte. Dir war es vergönnt, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Du bist der künftige König von England. Findet ihr mein romantisches Blumenschlösschen nicht auch entzückend? Das wird das perfekte Liebesnest für mich und Dark Lord. Ja, ist viel Grünzeug drin. Und wem haben Sie das alles zu verdanken? Unser Freund Leafy hier. Ihr ergebener Diener. Ja, so weit, so gut. Bloß wie bringe ich ihn dazu, zu mir zu kommen? Ich höre schon die Worte, die Dark Lord sagt, wenn er mich und die anderen Schönheiten hier sieht. Was für ein wundervolles Schloss. Was für ein prächtiger Garten. Im Ernst? Ich hatte schon Angst, du würdest es zu kindisch finden. Natürlich kann man hier und da noch eine Dartscheibe aufhängen oder die Schminkecke zum Beispiel mit Teakholz verkleiden. Ach, was habe ich mich nach diesem Augenblick gesehen? Warum entfleuchst du? Habe ich etwas Falsches gesagt? Hack! 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 Ich hab dich runter von der Drecksblume! Schade, offensichtlich reicht dir meine Liebe nicht. Es ist verboten, dass meine Träume so enden! Wenn ihr zwei Charterflugklatscher es nicht schafft, mir Flint vom Leibe zu halten, mache ich aus euch Reptilien mit! Klabbersinn! Zügelt eure Zungen! Gebt ihm eine Chance! Artus, diese Menschen hier verlassen sich auf dich. Ja, wir wollen unsere Felder wieder zurück. Nein, tapferer Artus, erst musste die Hexe am Wasserfall besiegen. Artus! 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 Völlig Wurst, was die Legende sagt. Dieser Artus ist ein echtes Weichgestell. Horche mal, das Weichgestell hat Excalibur herausgezogen. Wer weiß schon, was das Kerlchen sonst noch so alles auf der Pfanne hat. Außerdem hat er was Majestätisches. Der ist zum König geboren, das habe ich im Gefühl. Wer seid ihr bitteschön und warum klebt ihr mir an den Rappen? Wir latschen dir doch überhaupt nicht hinterher. Wir haben nur keinen Plan, wo wir eigentlich hin müssen. Genau, wir suchen nämlich einen gewissen Leafy. Kennst du den? Was denn, ob ich Leafy kenne? Über den kann ich euch ganze Bände erzählen. Wir kennen uns erst kurze Zeit und er liebt Blumen über alles. Für mich besteht kein Zweifel. Wir sind zwei Freunde und beide aus dem gleichen Holz geschnitzt. In ihm lodert das Feuer, genauso wie in mir. Ist
dürft ihr nicht. So eine Blume ist doch schließlich auch nur ein Mensch. Seht euch diesen Weichtölpel an. Pass nur auf, du. Willst du ein paar aufs Fressbrett, du Opfer? Nein, ich wollte eigentlich nur... Was wolltest du denn, du Pestzecke? Sitz, Platz und aus und friss ein paar Blumen. Ja, wo bleibt denn nun dein Rittersporn, um dir zu helfen? Oh. Guten Tag, Lobe. Nanu? Nanu, wer bist du? Ist deine Wiese nur öde grün? Ruf Leafy, der lässt Blumen blühen. Ich bin Leafy, zu deinen Diensten. Ah, jetzt verstehe ich. Du kannst Blumen und Pflanzen zum Wachsen bringen, Kleiner. Aha, hab ich dich gefunden, Leafy. Mach die Flitze, du Schädling. Du große Güte, wer sind Sie? Das geht dich ein Dreck an, du Rotzlöffel. Ich bin hier, mir deinen kleinen Freund Leafy zu krallen, also rüber damit. Oh, Sie sind ja eine Hexe. Auf Blumen werden gestempelt. Ich bin dein williger Sklave. Ja, warum nicht gleich so? Und jetzt bau mir ein schickes Schloss aus Blumen, du fieser Mitesser. Das mache ich Trillifix. Weil ich Angst um mein Leben hatte, bin ich weggerannt und habe Leafy in den Händen der Hexe zurückgelassen. Hey, Schwester, denkst du, was ich auch denke? Ist doch klar wie Kloßbrühe, die Hexe ist Petrafina. Bingo, Baby. Er hat Faustdick hinterm Stempel. Leafy, was machst du denn da? Leafy ist mir an der Attacke. Blitz, wir nähern uns unaufhaltsam dem Wasserfall. Petra und Co. wünschen gute Talfahrt. Und grüßen mir die Fische. Und von mir welche an die Algen. Wir werden den Sturz nicht überleben. Mach dir keinen Kopf, wir werden sowieso vorher an einen Felsen zerschellen. Genial gemacht, Murlock. Ich wusste gar nicht, dass du so ein brettharter Typ bist. Ich würde mich sogar in dein Schneckenhaus pressen, um Sarah zu helfen. Allerdings würde ich es blau streichen. Ja, oh. Murlock, pass auf deinen Kopf auf! Du hast uns das Leben gerettet. Vielen Dank. Übrigens, ich hatte keine Angst. Ich könnte schwören, dass ich beim Runtersausen Murlocks Stimme gehört habe. Murlock, nun reiß dich mal zusammen. Das Leben ist kein langer, ruhiger Fluss. Nimm dieses Schwert, Flint. Möge es dir helfen, unseren Freund Leafy zu retten. Was soll der Quatsch, Artus? Du brauchst das Schwert, um König zu werden. Das ist richtig, aber er hat Excalibur verdient. Ihm verdanken wir alle unser Leben. So stark wie Flint werde ich niemals. Nun bleib mal geschmeidig. Für Flint ist das normal. Du musst bloß Leafy zurückholen, dein Dorf ein bisschen retten und schon wirst du von allen als Held gefeiert. Nun, während du so ein bisschen rettest, halten wir dir den Rücken frei. Das nennt man Teamwork. Und Teamwork ist wichtig im Leben. Klasse, zusammen könnten wir es packen, glaube ich. Ist mir jetzt voll peinlich, aber wie kommen wir den Wasserfall wieder hoch? Auf jeden Fall nicht so, wie wir runtergekommen sind, das ist klar. Da schießt mir doch eine Blitzidee ins Hirn. In meinem Computergame gibt's einen Geheimgang hinterm Wasserfall. Das habe ich aus Versehen rausgekriegt, als ich im dritten Level nicht mehr weiterkam. Und da bin ich in die Küche gegangen und habe mir ein Brot geschmiert. Und zack, als ich zurückkam, war da der Geheimgang. Übrigens, das Brot war lecker. Bei so einem Spiel bin ich der Oberkracher. Bis wir deinen Geheimgang gefunden haben, kriege ich so einen Bart. Mit dem Flitzer sparen wir uns die Rasur. Blitzböldin. Wir haben es geschafft, Bösse. Was habt ihr geschafft? Das Spiel 77? Blind, wir haben Blindflöte Flint besiegt. Mhm. Ach nee, wenn das stimmen sollte, wer rückt uns denn da gerade auf den Pelz, ha? Huh? Oh. Oh well. Nicht genug damit, dass ihr Flint nicht besiegt habt? Nein, ihr habt ihn auch noch direkt hierher geführt. War das denn falsch? Gut, fein, wie auch immer. Gebeten oder ungebeten, Gäste haben stets einen warmen Empfang verdient und der bekommt einen richtig heißen. Lassen Sie mich das Begrüßungskomitee sein. Leafy verwandelt sich zu. Leafy Meister. Mann, ist das ein Brocken. Ich fasse es einfach nicht. Gewöhn dich lieber dran, dieser kapitale Bursche, da ist dein Freund. Sie haben ihn in einen Feuerpüsterich verwandelt. Festhalten, er wird uns gleich die Locken füllen. Wie wär's denn? Ich dachte schon, du fragst gar nicht mehr so eine Max. Also los, hör mal, hey, Brock! Jetzt gibt's charmant mit dem Hammer auf die Oberkammer! Tach hin! Oh. Der Drache ist härter als mein Kopf und das will was heißen. So
Sein ganzer Körper hat den Härtegrad eines Diamanten. Da beißt ihr euch die Zähne aus. Wer dich hören will, muss fühlen. So mancher steht drauf. Leafy, benimm dich! Sowas macht man nicht! Willkommen in meinem Blumenschloss. Ich bin sicher, ihr habt Spaß, hier rumzuhängen. Rumzuhängen, der war gut. Witzig ist er ja. Ist schwer, an der Zeit ein Fossilei einzusetzen. Und schon kommt's rausgeplöppt. Defossilisieren! Rari Trara Raldo ist da. Wir sind froh, dass du da bist. Beeil dich, Raldo! Ist gebombt. Raldo verwandelt sich zu... Raldo Meister! Nun komm schon, du dreiköpfiger Besseresser! Du bist so grottenhässlich, dich kann man nur einfrieren! Gefrierbrand! Na, hat doch geklappt, das ist ein Fall für die Tiefkühltruhe! Knuff, 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 Knuff! So macht man das, wenn man als Drache was drauf hat. Schön, einem Profi bei der Arbeit zuzusehen. Sofort auf und lass das sein! Verbrannter Arsch ist gar nicht fein! Jetzt brauchen Sie meine Hilfe. Ich trau mich nicht. Ich habe einfach nicht den Mut dafür, nein. Hey, Raldo, du feige Kröte, was soll das? Komm sofort heraus! Aber der ist gefährlich! Hä? Was hast du erwartet, einen Papierdrachen? Du kommst jetzt sofort aus diesem stinkenden Panzer raus oder ich hole einen Dosenöffner! Und zwar einen elektrischen! Renne, renne, renne! Leafy, das kannst du nicht machen! Hör auf damit, Leafy, nein! Warum hast du das für mich getan, Flint? Auf dich hat es der Drache doch gar nicht abgesehen. Ich weiß, aber ich lasse meine Freunde nie im Stich, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist meine Art. Danke, mein Freund. Leafy! Jetzt weiß ich, was wirklich wichtig ist! Ich verspreche, von jetzt ab können sich meine Freunde immer auf mich verlassen, ganz egal, was passiert. Ich weiß ganz genau, dass du da drin bist, mein alter Freund. Es ist meine Schuld. Ich hätte dich beschützen müssen, so wie du mich beschützt hast, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Das war aber nett von dir. Wie du die Jungs verjagt hast, war einsame Klasse. Du siehst zwar merkwürdig aus, aber ich habe das Gefühl, dass wir dicke Freunde werden. Du sprichst mir aus dem Kelch. Denk an den Tag auf der Wiese. Erinnere dich bitte. Halte durch, Artus! Raldo naht mit festem Schritt. Wer ist Ralle? Huhu, ich bin wieder da. Raldo, Gefrierbrand! Gib endlich auf. Es hat doch keinen Sinn mehr. Jetzt bin ich wieder der Alte. Das finde ich wunderbar. Und ich dachte, du wärst für immer verloren. So erledigt. Jetzt muss nur noch das Böse kaputt gehen und dann ist alles wieder heil. Ich finde Blumen scheiße. Ach, mein schönes Blumenschlösschen dahin. Wir hätten es mit Haarspray fixieren sollen. Maul! Ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Petra hat ein ganz schönes Chaos hinterlassen. Die Blumen sind hinüber und alles liegt in Trümmern. Da wird so mancher Druide platzen, wenn er das sieht. Wir kriegen das jedenfalls nicht mehr gebacken. Ja, aber Leafy. Was für eine Pracht. Das sind die wunderschönsten Blumen, die ich jemals gerochen habe. Wenn wir zu Hause sind, soll Leafy gleich mal Dr. Goodmans Arbeitsplatz begrünen. Bin ich schwer dafür. Ich hoffe, ich habe dir nicht den Kelch verbogen. Der ist robust, du Fratz. Ich möchte mich bei dir bedanken. Das gilt natürlich für alle. Ohne euch wäre ich verloren gewesen. Dir und deinem Schwert ist es zu verdanken, dass Leafy gerettet wurde. Nicht nur das, du wirst ja auch irgendwann mal König. Ja, aber bis es soweit ist, muss ich wohl noch viel lernen. Aber das Wichtigste, was ihr mir gegeben habt, ist Selbstvertrauen. Ich weiß, dass ich den Mut und die Kraft haben werde, um dieses Land zu retten. Du wirst ein super König werden, Artus. Du musst aber auch immer nett zu deinen Untertanen sein. Ja, und jeden Tag Freikaffeeklatsch. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Flint hat es wieder mal geschafft. Er hat Leafy gerettet und Artus zu seinem Königreich verholfen und alles noch vor dem Abendessen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Sag mal, Onkelchen, was wird denn das, wenn es fertig ist? Bist du nicht mehr ganz dicht? Leafy hat Blumen für ihn gezaubert. Die will er morgen Miss Gray schenken. Und jetzt steht er da rum und stottert sich ein paar schmalzige Worte zusammen. Der sieht so blümerant aus. Jillian, meine Morgenblüte, ich lieb dich sanft und mit viel Güte.